Achtung, aufgepasst. Ja, nun, die deutsche Wirtschaft wird leider zum Bremsklotz in der Eurozone und bereitet damit natürlich auch leider ihren offiziellen Niedergang schon vor, denn es fehlen faktisch 4 Jahre Wachstum. 4 Jahre. Solch eine lange Phase der Stagnation hat es im Nachkriegsdeutschland noch nicht gegeben. Anders als von der Regierung eigentlich behauptet, ist die deutsche Volkswirtschaft nämlich ökonomisch keineswegs gut durch die Doppelkrise der vergangenen Jahre wirklich gekommen. Das bedeutet wiederum, dass wir als einzige Volkswirtschaft übrigens der Eurozone auch in diesem Jahr schrumpfen dürfen, denn ein Aufschwung ist bei weitem nicht in Sicht, was vor allem natürlich auch uns Verbraucher im kleineren wie größeren auch treffen wird. Denn die Inflation wird aller Voraussicht nach nur sehr langsam zurückgehen. Nach 6,9% im vergangenen Jahr dürften die Verbraucherpreise im laufenden Jahr um 5,6% und 2024 noch um 3,2% wohl zulegen. Binnen 4 Jahren wird das Preisniveau dann wohlgemerkt um sage und schreibe 20% gestiegen sein. Zuvor hatte es übrigens knapp 15 Jahre gedauert, bis die Preise ähnlich stark gestiegen waren. Und trotz hoher Lohnforderungen, die jetzt auch immer mehr kommen, einige Gewerkschaften, stehen die Chancen für die Konsumenten äußerst eben ungünstig und schlecht. Die Reallohnverluste der zurückliegenden 3 Jahre dann auch rasch ausgleichen zu können. Die meisten Verbraucher dürfen am Jahresende wohl dann wirklich froh und glücklich sein, wenn die Lohnentwicklung wenigstens ja mit der Teuerung im laufenden Jahr Schritt halten kann. Hinzu kommt natürlich noch, dass die meisten staatlichen Hilfen aus Einmalzahlungen oder temporären steuerfinanzierten Preissenkungen bestanden und eben jene sind so langsam aber ja sich ausgezahlt und entsprechend auch schon ausgegeben. Doch angesichts der ja angestrebten auch Energiewende bestehen bei vielen Verbrauchern natürlich verständlicherweise auch die Sorgen, dass die Wohnkosten weiter steigen werden. Und daher an anderer Stelle Verzicht eben auch ausgeübt werden muss. Außerdem hat ja auch die Europäische Zentralbank im Sommer schon damit begonnen, in großen Schritten natürlich auch ihre Leitzinsen zu erhöhen. Doch die gesamtwirtschaftlichen Folgen dieser Zinswende kommen erst allmählich so langsam aber sicher natürlich zum Tragen. Denn üblicherweise dauert es 3 bis 6 Quartale, bis eine entsprechende Bremswirkung im Schnitt dann auch eintritt. Und als erstes reagiert grundsätzlich dann sehr häufig die Baubranche. Und nachdem die Bauinvestitionen 2022 bereits um 1,7% auch schrumpften, droht im laufenden Jahr wohl ein weiterer Rückgang um 4,8%. Also ich weiß, alles nicht so glücklich, was ich da gerade von mir gebe, doch diese wäre wohlgemerkt der stärkste natürlich auch Einbruch übrigens seit gut 20 Jahren und im kommenden Jahr dürften die ja, Bauinvestitionen dann leider noch weiter sinken. Binnen 3 Jahren wieder wird das Minus dann nahezu womöglich 8% betragen können. Das Ziel also der Bundesregierung, übrigens die Fertigstellung von 400.000 neuen Wohnungen jährlich zu sorgen, wird überhaupt gar nicht mehr erreicht werden können. Doch auch andere Bereiche der Wirtschaft wird die Kehrtwende der Notenbanken früher oder später treffen. So sind beispielsweise bereits die Zinsen für Dispo- und Verbraucherkredite ebenso angezogen, was wiederum natürlich auch auf die Konsummöglichkeiten Auswirkungen hat. Der Zinseinstieg wird aber auch natürlich zum Verhängnis für viele Unternehmen, weil sich dadurch die kreditfinanzierten Investitionen sowie die Zinsdienste für bestehende Schulden natürlich auch erheblich verteuern. So hatten insgesamt 150 deutsche börsennotierte Konzerne im Herbst 2022 gut 530 Milliarden Euro netto Finanzschulden aufgetürmt und jeder Prozentpunkt höherer Durchschnittsverzinsung kostet gut, muss man sich mal vorstellen, 5 Milliarden Euro. Die Hilfs- und Rettungspakete der vergangenen 3 Jahre haben die Schulden sehr, sehr vieler Staaten zudem in astronomische Höhen weitergetrieben. Laut Statistischem Bundesamt summierten sich übrigens auch die Schulden in den Finanzstatistiken von Bund, Ländern und Gemeinden Ende 2022 auf satte 2,37 Billionen Euro. Vor dem Corona-Ausbruch waren es zur Vollständigkeit übrigens halber noch 1,9 Billionen Euro. Doch die Zinswende trifft eben auch den Bundeshaushalt stärker denn je.
Der Bund massiv muss neue Kredite aufgenommen haben und eben jene Lasten des Zinsdienstes schwächen am Ende des Tages natürlich auch die Anpassungsfähigkeit des Staatshaushalte und machen dieses wiederum anfälliger für neue Krisen. Also nicht so einfach. Das bedeutet, dass die Finanzierung weiterer Hilfsmaßnahmen im Falle externer Schocks als auch die der notwendigen Wachstumspolitik eben sicherlich nicht leichter wird. Man kann also schon sagen, dass es sich jetzt wirklich tatsächlich rächt, dass die vergangenen Bundesregierungen es versäumt haben, tatsächlich die Wachstumskräfte intelligent zu stärken. Doch nicht nur für viele Unternehmen oder den Staatsapparat sind die Folgen der Geldpolitik und den damit verbundenen höheren Zinsen eine echte Herausforderung, sondern eben auch für die vielen, vielen Millionen Sparer, im Kleinen wie Großen, auch Privatanleger. Genau aus diesem Grund habe ich übrigens auch ein kostenfreies Mentoring mit 8 knappen und inhaltlichen Videos für Sie fertiggestellt, wo ich Ihnen auch wirklich gerne auch mal Schritt für Schritt vorstellen möchte, wie man sich mit seinen Ersparnissen ein Stück weit unabhängig natürlich auch von dieser staatlichen Situation, die wir erleben, freimachen kann. Den kostenfreien Zugang dazu finden Sie übrigens hier unter dem eingeblendeten Link. Sichern Sie sich also diesen Zugang ganz einfach mal. Unter dem Video finden Sie auch die Videobeschreibung, nähere Angaben dazu. Und da die Zinsen weiterhin hoch bleiben werden, werden auch viele Immobilieneigentümer und Investoren bei künftigen Anschlussfinanzierungen natürlich genauso vor ihrer Herausforderung stehen. Schlimmstenfalls kann es dann sogar leider auch zu Zwangsversteigerungen mehr kommen, was wir immer dann wieder erleben, wenn Zinsen steigen, weil man seinen Kredit einfach nicht mehr so bedienen kann. Zu eben jenem Risiko habe ich übrigens auch vor kurzem eben auch ein aktuelles Video hierzu gemacht, was ich Ihnen auch hier links nochmal gerne einblende. Können Sie sich also auch dazu gerne informieren. Und bis dahin wollen wir trotzdem und müssen auch nach vorne schauen, denn auch wenn die Sorgen bei vielen Leuten größer werden, im Kleinen wie im Großen, bleibt uns nichts anderes über, als schauen wir doch so nach vorne und schauen, dass die Zeit besser wird.